Hallo zu meinem heutigen Video. Heute mein erster Tag im Urlaub. Ich bin hier Türkei, Side, Riviera, also hier unten in Antalya am Mittelmeer. Wirklich schön. Wir haben Ende April, also die letzte Osternwoche. Und ich muss jetzt auch gestehen, ich bin ja schon ein oder zwei Tage da. Und habe eigentlich auch schon ein Video gemacht. Das war sehr, sehr emotional. Und ich wollte das so nicht stehen lassen, weil es ungerecht gewesen wäre gegen die Leute hier. Aber dazu komme ich nachher noch. Also wir sind relativ früh von Donaueschingen losgefahren Richtung Stuttgart. Danke an Bettina, die hat uns da hingebracht und mit dem Auto wieder zurück. Also gefahren bin dann doch ich. In den frühen Morgenstunden, schon um 5:30 mussten wir dann schon zufahren, weil unser Flieger kurz nach 9 los ist, auch von Stuttgart nach Antalya. Und da muss man ja 2 Stunden davor da sein und das hat eigentlich alles super geklappt. Wir haben dann sogar in McDonald's am Flughafen miteinander gegessen. Also ich nicht, aber die Kinder haben sich ein Frühstück gegönnt. Und ja, das Frühstück bei McDonald's sieht auf den Bildern meistens toller aus, wie es dann wirklich ist. Haben die Kinder auch so bestätigt. Also McDonald's-Mitarbeiter, wenn ihr sowas hört, könnt ihr das gerne mitgeben. Kommt jetzt besonders bei meinen Kindern überhaupt nicht gut an. Und ich denke, das ist bei den anderen genauso. Ja, und ja, danach sind wir mit den Flieger dann, Pegasus Airlines, Richtung Antalya geflogen. Der Flug war anfangs eigentlich sehr angenehm. Die letzten 10 bis 15 Minuten waren dann sehr holprig. Also wir hatten schon ein bisschen Schiss, muss ich mal schon sagen, wie es ist. Also mir ging es so und ich bin einer, der keine Flugangst hat. Und gerade in Antalya über Meer war es sehr, sehr windig und man hat es einfach gespürt, wie der Flieger so ein bisschen rotiert hat. Kannte ich so bis jetzt nicht. Komischerweise waren die Kinder relativ cool. Die haben das eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt für die Kinder, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn jetzt was passiert, was mache ich mit den Kindern? Ich meine, das ist der erste Gedanke von so einem Vater, von einer Mutter. Aber ja, war alles im grünen Bereich. Ich sage immer, solange die Mitarbeiter in so einem Flugzeug nicht nervös werden und es wahnsinnig, ist, glaube ich, alles wirklich noch im grünen Bereich. Ja, und dann sind wir in Antalya ausgestiegen, haben aber gemerkt, dass es gar nicht so warm ist. Also wir sind eben am Samstag angekommen und am Samstag war es noch relativ frisch. Heute natürlich anders. Heute ist es richtig warm. Ich stehe jetzt erst ein paar Minuten unter der Sonne. Könnte eigentlich das hier schon ausziehen. Und sind dann mit so einem Transporter von der TUI-Gesellschaft, wir sind über TUI hierher gekommen, und zwar Roma Beach heißt unser Hotel, wirklich ein tolles Hotel, aber dazu komme ich auch noch. Wir sind eben wirklich organisiert am Flughafen in Antalya abgeholt worden, richtig klasse. Also man kann wirklich total gelassen einfach loslaufen, wird angeschwätzt und dann wird man zu dem Bus hingeführt und dann noch mal kurz über eine Liste gegangen. Der Name, der Hotelname steht dann alles auf so einer Liste und dann kann man einsteigen. Die Koffer werden in den Kofferraum von diesem Bus reingemacht. Das übernehmen die alles. Wenn man möchte, kann man ein Trinkgeld geben. Ich tue das immer, weil die Leute verdienen wirklich nicht sehr viel. Da kann man die gerne mal mit so 1 oder 2 Euros unterstützen. Würde ich einfach gut finden, weil die Leute verdienen im Monat so 250 bis 300 Euro. Das ist nicht viel. Und Benzinkosten und so sind relativ ähnlich wie bei uns. Also ja, ich verstehe es manchmal gar nicht, wie die über die Runden kommen. Und da ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, so mal mit 1 oder 2 Euro die Leute zu unterstützen. Das spüren die dann im Geldbeutel, wenn das jeder tun würde, klar. Ja, und auf dem Weg dann zum Hotel gab es dann immer wieder mal Momente, wo Fliegen an die Windschutzscheibe so geklatscht haben. Ja, habe ich gedacht, dass es Fliegen sind. Das waren Honigbienen. Und zwar haben wir hier Bienensaison. Also jetzt, wo wir gerade sind, Gott sei Dank keine. Keiner von uns wurde auch gestochen die letzten paar Tage, sondern bei der Hinfahrt hierher, hat es immer wieder mal so richtige Geräusche an der Windschutzscheibe gegeben. Und die ganze Windschutzscheibe war wirklich voll. Und der Fahrer hat mir eben erklärt, dass gerade Bienensaison ist und dass dieses Jahr sehr viel Bienen hier haben, im Gegensatz zu uns im Schwarzwald, weil wir reden ja von Bienensterben. Und er hat dann auch das Gleiche gesagt, dass der Staat eingegriffen hat gegen diese chemischen Dünger. Ich bin kein Bauer,
Hängt mich bitte nicht auf für das, was ich sage. Einfach nur das, was ich gehört habe, gebe ich euch weiter. Und ich glaube, bei uns im Schwarzwald dürfen die Bauern auch nicht mehr so mit Chemie düngen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will man ja es schaffen, dass die Bienen uns erhalten bleiben, was ja sehr wichtig ist. Gut, anderes Thema. Hier beim Roma Beach Restaurant Hotel angekommen. 5-Sterne-Hotel. Und wir waren natürlich baff, wie schön die Lobby aussieht, wie toll und wie sauber. Und wie gesagt, auch wieder wie organisiert und wie nett die Leute waren. Einzigste, was mich dann wirklich dann geschockt hat, war, dass ich in Deutschland im Reisebüro darauf hingewiesen habe, mehrmals, dass uns Internet in diesem Hotel total wichtig ist und nicht, dass ich das Internet unbedingt haben möchte. Die Dame hat mir das vergewissert. Hier haben wir auch wirklich gutes Internet, wenn man natürlich pro Gerät am Tag 2 Euro bezahlt. Dafür kann das Hotel selber nichts, weil auf der Internetseite von diesem Hotel wird es ausdrücklich auch erwähnt. Man hat hier freies Internet in der Lobby unten. Es ist nicht schnell, es reicht für WhatsApp und so, aber nicht mehr. Nicht mehr. Wenn man aber diese 2 Euro pro Gerät dann gibt, hat man relativ schnelles Internet, überall, sogar am Strand mittlerweile. Die ersten ein bis zwei Tage hatten wir es nicht. Mittlerweile haben wir es auch am Strand. Ja, für Teenager, aber auch für mich, muss ich jetzt zugeben, ist Internet im Urlaub wichtig. Ich kann auch mehrere Tage aufs Internet verzichten. Meine Kinder wollen das ungern. Die könnten das auch, möchten es nicht und ich wollte ihnen das bieten. Deswegen habe ich das von vornherein geklärt. Es war nicht so oder es war ein Missverständnis. Ich muss es wieder, wenn ich zurück bin, klären. Aber hier die Leute wirklich sehr freundlich. Die Dame in der Lobby hat sich leider so mit der IT-Administration und WLANs freigeben und so nicht so gut ausgekannt. Da musste ich sogar ihr zeigen, wie es funktioniert und wie man es macht. Die war auch da heilfroh. Und ja, mittlerweile haben wir alle auf unseren Smartphones, das sind 4 Geräte, 8 Euro pro Tag mal 7. Könnt ihr euch vorstellen, ich bin so bei 56 Euro, bin nicht erfreut, werde das natürlich beim Reisebüro in Donaueschingen im Büro nochmal sagen. Ich hoffe, die kommen mir entgegen und wenn nicht, werde ich es nochmal euch hier erwähnen. Aber normalerweise erwarte ich so etwas in der Form von Gutschein, dass ich diese 56 Euro bei der nächsten Reise mit einbeziehen kann, weil das kann nicht sein. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir wieder zurück zu meinem Urlaub, zum Hotel. Also wirklich schön. Die Zimmer sind schön. Wir haben uns die Zimmer dann auch anschauen können. Wir waren auch schon im Restaurant. Wir waren auch schon im Pool. Wir waren auch am Strand. Ich werde jetzt immer wieder mal Videos hier mit einblenden. Wirklich klasse. Man merkt aber auch, dass die Leute hier auf die Touristen wahnsinnig angewiesen sind. Sie benötigen wirklich diesen finanzielle Einkommen von den Touristen, weil sie komplett auf Tourismus eingestellt sind. Der Rest von Antalya hier sind Bauern, die haben eben Landwirtschaft, aber die Leute, die direkt hier an den Stränden arbeiten, die leben wirklich nur von Tourismus und wegen der politischen Lage und auch, ja, vielleicht auch wurde der ein oder andere Tourist hier wirklich total übers Ohr gehauen, gehen die Touristenzahlen zurück. Und das ist wirklich nur wegen ein paar unehrlichen Menschen hier. Das ist nicht generell so. Der Rest ist wirklich ehrlich und denen ist es auch wichtig, dass die Touristen wieder zurückkommen. Ich habe auch mit den Einheimischen geredet, die merken das, dass die Zahl besonders der deutschen Touristen immer zurückgeht. Und das macht ihnen Sorge und die geben sich jetzt Mühe und wollen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Das würde ich mir auch wünschen, dass sie das tun und dass es besser wird. Aber ich momentan habe jetzt in den letzten paar Tagen, wo ich schon hier bin, wirklich gute Erfahrungen gemacht. Die Leute sind sehr freundlich, noch freundlicher sogar zu Touristen wie zu mir, weil die merken, der ist ja Türke, der versteht uns, der weiß sie. Die reden dann mit mir auch ein bisschen lockerer oder so. Und bei Touristen und so, das ist schon manchmal schon ein bisschen zu aufgesetzt für mich, wie freundlich die dann sind. Aber anscheinend gefällt es den Touristen, dann ist ja alles in Ordnung. Der Strand sehr sauber, sehr gepflegt. Essen, Hammer, Leute. Also wirklich, ich merke förmlich, wie ich von Tag zu Tag hier mindestens ein Kilo zunehme.
bin permanent am Laufen, am Wandern, am Gucken, dass ich bewege. Ich bediene sogar meine Kinder gerne freiwillig, weil ich einfach diese Bewegung benötige. Ich bin ja eher der Wandertyp, ja, schaut meine alten anderen Videos, aber so ein Urlaub ist auch sehr erholsam. Ich habe ein paar Timelapse-Aufnahmen gemacht, habe ein bisschen am Strand gefilmt und ja, liege auch viel in der Sonne rum. Man merkt vielleicht, ich habe auch ein bisschen Bräune abbekommen. Es ist einfach, ja, erholsam. Und jetzt habe ich nur noch 2 Tage und eigentlich schon ein bisschen traurig, ja. Mal schauen, wann ich mir so einen Urlaub wieder gönne, weil die nächsten Urlaube sind wieder Bergsteigen, Wandern und solche Dinge oder im Wald übernachten. Das sind so meine nächsten Ziele. Und wieder so im Hotel, das wird noch eine Weile gehen. Ja, eigentlich war es das schon zu meinem ersten Tag hier in Antalya mit negativen und positiven Erfahrungen, wobei die Einheimischen nichts dafür können. Klar, die versuchen immer wieder ein was anzudrehen, manche überzieht es. Ich habe mich jetzt wegen einem beschwert, der lässt auch einen jetzt in Ruhe, das ist der Masseur gewesen. Er war eigentlich sehr freundlich, hat mich aber an einem Tag 3-mal gefragt, ob ich nicht massiert werden möchte. Das war mir ein bisschen zu heftig, aber der Rest, der Fotograf hier finde ich spitze. Da gibt es hier noch einen Henna-Tätowierer hier, oder wie man ihn nennt, total nett. Der hat sogar eine Karte von meinem YouTube-Kanal, hat meinen Kanal abonniert. Meine Kinder wollen leider keinen Henna, sonst würde ich da wirklich auch gerne den Kollegen mit Geld unterstützen. Ja, ansonsten, man wird am Tisch bedient, der Service ist super, man wird gefragt, ob man Kaffee möchte, ob man Bier möchte. Ich habe all inclusive gebucht und ja, natürlich lasse ich mich da gerne bedienen, wenn ich schon bezahlt habe. Und ja, das Bier ist okay, nicht so gut wie unser Fürstenberg, aber man kann es trinken, das FS, schmeckt auch gut. Und ja, Kaffee und so, klar, passt alles. Die Leute hier, ich habe ja Leute kennengelernt, die schon zum 7., 8. Mal hintereinander in dieses Hotel gekommen sind. Von dem her kriegt dieses Hotel von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Nur eben mit dem Manko, denkt bitte an das Internet. Ihr habt freies Internet in der Lobby, wenn es euch reicht, prima. Keine zusätzlichen Kosten. Wenn nicht, müsst ihr halt pro Gerät 2 Euro am Tag bezahlen, dann habt ihr aber wirklich auch schnelles und gutes Internet im Zimmer, auch im Pool und am Strand. Also wenn ihr das benötigt im Urlaub, dann habt ihr das auch. Aber ich habe jetzt mal geschaut, jeder ist an seinem Smartphone, das ist leider eine weltweite Krankheit. Und da sitzen Paare am Tisch und beide am Smartphone. Ich und Bettina machen das teilweise auch schon, aber nie, wir achten drauf. Trotzdem gibt es immer wieder mal Momente, wo beide die sozialen Netzwerke abchecken. Ich will euch nichts vormachen. Es ist halt nun mal so. Und ich finde, wenn das für beide in Ordnung ist, gibt es ja auch nichts einzuwenden. Ist halt so, ja. Also, ich möchte das Video nicht in die Länge ziehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Für mehr von meinem Türkei-Urlaub unbedingt diesen Kanal abonnieren, kommentieren. Und vielleicht bewerten mit einem Daumen runter oder Daumen hoch, wie ihr das möchtet. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Murat.